Herzlich willkommen zum nächsten Spiel unserer New York Rangers bei den Niagara-Fällen aus Buffalo im First Niagara Center. Wir kommen aus einem starken Sieg 4:2 gegen die Columbus Blue Jackets, den ersten unserer Division. Ein Punkt sind sie nur vor uns und wir haben sogar noch ein Spiel mehr leider. Aber so langsam entwickelt sich das genau in die Richtung, wie ich das haben möchte. Wir gewinnen ordentlich Spiele. Unser Franchise-Eigentümer fordert den Platz 1 in der Division. Ich persönlich wäre mit dem Playoff-Platz zufrieden. Aber Platz 1 in der Division würde natürlich auch das Heimrecht in den Playoffs bedeuten. Jedenfalls in allen Runden. Also kommt natürlich dann in der letzten Runde drauf an, aber bis dahin. Und diese ganzen Regelungen werden wir zu gegebener Zeit auch nochmal durchsprechen. Nochmal erläutert für die, die vielleicht nicht so in der Materie drin sind. Auf jeden Fall wird das noch sehr, sehr spannend hier, das Finish. Und vor allem auch in echt. Für mich ist das das zweite Spiel von drei Spielen, die ich heute aufnehme. Vor allem in der echten Saison ist das ja knapp. Also die Division ist wirklich die stärkste der Liga, behaupte ich einfach mal. Mit New York, Pittsburgh, den Capitals, die Blue Jackets dieses Jahr vor allem. Und ich bin der Meinung, eine Mannschaft habe ich sogar vergessen, aber da sind wirklich einige dabei, die viele Winning Streaks oder hingelegt haben oder auch gut gespielt haben. Auf jeden Fall, Number 30, Henrik Lundqvist. Auch heute wieder zwischen den Pfosten, das werden wir in nächster Zeit mal wieder durchwechseln. Aber gegen die Buffalo Sabres, ja, hoffen wir mal auf einen Pflichtsieg. Also eigentlich müsste man davon ausgehen, gerade wenn wir gegen die Blue Jackets gewinnen. Aber das weiß man vor dem Spiel leider nicht. Jedes Spiel wird aufs Neue angegangen. Ist immer für eine Überraschung gut. Ja, und da sind wir, wie gesagt, gespannt. Was ich noch meinte zur echten NHL. Ja, es werden einfach Punkte eingefahren in der Division. Rick Nash. Da ist er drin! Vom Verteidiger. Ich wollte gerade sagen, Five-Hole, das hatten wir ewig nicht mehr. Und wir hatten es auch heute nicht. Aber mit ein wenig Glück wird Rick Nash dieses Tor zugeschrieben. Ich glaube, Zach Bogosian war es, der den da dann noch reingedrückt hat. Zack, da ist er gegen geskatet. Drückt ihn, der hat doch tatsächlich durchs Five-Hole an Robin Lehner vorbei. Und was für eine frühe Führung. Nash mit dem nächsten Saisontor. Die nehmen wir natürlich gerne mit. Aber leider keine Assists dafür. Wir können die Punkte eigentlich gebrauchen. Oh, wir schießen schon so wenig Tore. Und kriegen natürlich auch wenig Gegentore. Das heißt einfach, wir haben in unseren Spielen unterdurchschnittlich viele Tore. Aber dann können wir die Assists gebrauchen, um Punkte zu sammeln. Oh, hat er mich gehakt? Ja, hat er. Dann geht jetzt das Powerplay los. Ah, schade. Zu viel Bewegung auf dem Eis. Die ersten Reihen bitte drauf. Dann habe ich nämlich Rick Nash und Mika Zibanejad auf den Außen als Direktschützen. Nash als Linkshänder auf rechts und Zibanejad als Rechtshänder auf links. Erstmal brauchen wir einen Bulli. McDonough, probier's direkt. Oh, den eigenen abgeschossen. Das hat wehgetan. Warum geht der raus? Oh, da konnte ich... Wow. Ich wollte gerade sagen, oh, da konnte ich mich gerade draußen halten. Dann habe ich den Pass halt rechts zum Verteidigerkollegen nicht hingekriegt, sondern habe ihn ins Offensivdrittel reingespielt. Derek Stepan. Jawohl, den hat er. Und wieder der Fehlpass. Was ist denn los gerade? Ich meine, wir haben ein glückliches Tor geschossen, aber deswegen müssen wir nicht direkt wieder jeden Pass hier in eine Tonne. Hallo, der steht doch neben mir. Was ist gerade los mit dem Spiel? So, jetzt Stepan. Oh, der war auch fast draußen. McDonough bleibt dran. Jawoll! Und der haut den oben rechts eiskalt. Über die Fanghand. Gerade mal knapp 6 Minuten gespielt und wir führen mit 2:0. War das noch ein Powerplay? Ich bin der Meinung, ja. Ja, war es. 5. Saisontor für unser Kapitän. Ryan O'Reilly ärgert sich, geht aus der Strafbank. Und da sehen wir es. Da holt er sich. Den hebt den Schläger nochmal kurz an. Zieht links rüber, aber dann oben rechts über die Fanghand den Goalie verladen. Und die Führung ausgebaut. Das Spiel ist dafür aber immer noch lange nicht gegessen. Da haben wir einfach zu viel Erfahrung über die letzten 2 Jahre gesammelt. Meine NHL-Karriere hier auf YouTube jedenfalls ist ja noch relativ jung. Gerade mal eine Saison gespielt, aber direkt den Stanley Cup geholt. Und, oh, wäre das ein schöner Spielzug gewesen. Aber Jimmy Vesey verpasst leider den Schuss. Hebt den Schläger noch gut an, ermöglicht dadurch JT Miller, dass er drankommt. Der Schuss, Rebound. Vesey vielleicht. Komm, da liegt er. Einer muss. Da wird der Schläger noch angehoben. Buchnevich macht das zwar auch, aber zu spät. Schöner Check. Jetzt Jack Eichel. Aufgepasst. Klein und McDonough arbeiten gut zusammen und kriegen den. JT Miller hakt nach. Gegen Kulikov. Oh, harter Check, aber den müsste haben. Oh, das gibt eine Strafe. Das hätte ich nicht gegeben. War zwar ein harter Check, aber aus meinen Augen in Ordnung. Mit JT Miller geht doch eigentlich dann ein Penalty-Killer. Aber bei uns sind natürlich Fast und Grabner erstmal gesetzt. Schnell der eine. Viel Körper der andere. Und Henrik Lundqvist. Mit dem Save. So hier, Körper auf Tempo.
Grabner mit der Bewegung. Oh, ja, aber erstmal vorne gehalten. Das ist alles, was zählt. Und jetzt machen wir noch einen Schuss, bevor die blocken und direkt hinten reinrücken. Grabner arbeitet gut mit. Nicole mit dem Check und dadurch Max Doll letzter Mann. Oh, kann die Bewegungen da, die starken Bewegungen, ich glaube von Ryan O'Reilly war es, abfangen. Knapp eine Minute noch zu spielen im Powerplay. Für die Sabres, für uns natürlich in Unterzahl. Haben eine etwas offensivere Herangehensweise, standen da alle schon auf der blauen Linie aufgestellt. Ristolainen ins Abseits. Da haben wir Grabner mit dem Bulli-Gewinn. Ah, dann leider der Fehlpass. Passen wir hinten direkt wieder auf. Nick Holden umdrehen. Und Pass wegstochern, da kommt er. Oh, den lässt er durch. Oh, das zählt. Keine Goalie-Behinderung. Schlagschuss im Powerplay oben in den Winkel. Da wurde Henrik Lundqvist aber auch die Sicht von allen Seiten genommen. Unglückliches Gegentor behaupte ich jetzt einfach mal. Rasmus Ristolainen. Verwertet doch noch die Überzahl. Sehen wir es da. Hier, Jack Eichel nimmt den Fuß hoch, behindert dann die Sicht. Ah, das war nie im Leben Goalie Interference, höchstens vom Schiedsrichter da. Ja, das, da hat er ein ganz gutes Play rausgehauen auf jeden Fall. Und ich habe ja gesagt, das ist noch lange nicht gegessen. Jetzt ist es nur noch ein Tor. Es war glücklich, dass wir früh so geführt haben. Und es ist auch noch ein gutes Puffer, denn dadurch führen wir ja immer noch. Aber dafür müssen wir noch weitermachen. Chris Kreider geht jetzt über außen. Sebanejad ist mit dabei. Und er hat einen Schuss, den packt er aus. Hüpft leider nicht ins Tor. Chris Kreider hakt nach. Kriegt ihn da, dreht sich raus. Hat Hayes mit dabei, aber hinten vor ihm die Verteidiger. Sebastian abgefischt. Oh! Was war das wieder für eine geile Aktion? Jetzt auf Hayes. Ah, kommt nicht durch. Der war aber auch riskant, den hätte ich mir eigentlich sparen müssen. Hallo, will keiner. Dann eben Kevin Hayes. Vorne sieht er Sebastian. Machen wir es wieder schnell. Kreider kreuzt. Kreider schießt. Oh! Leider nicht rein. Und nochmal. Ah, wenn wir da die Abfälschung kriegen, dann können wir den gut reinhämmern. Schön blockiert da von Sebanejad. Jetzt rüber den auf Hayes. Nein! Oh, die Reihe spielt gute Spielzüge. Zwei, drei gute Spielzüge dabei. Schade, dass wir uns nicht belohnt haben. Nick Holden mit dem Check, aber Molson geht durch. Der Pass kommt sogar und kein Rebound, bitte. Jawohl, Nick Holden. Oh, der riskanteste Pass, den wir hätten spielen können. Da liegt er. Aber da wollte der Spieler der Sabres auch nicht dran gehen. Molson wieder mit der Vorlage. Lundqvist hat ihn. Lundqvist hat ihn. Hält unsere Schlampigkeit jedoch noch fest. Die Führung bleibt auf unserer Seite. Hätte sich in dieser Aktion natürlich auch nicht umkehren können, aber die Führung hätte uns weggenommen werden können. Stepan mit dem Bulli-Gewinn. McDonough über außen. Zuccarello mit Tempo. Direkt losgezogen. Am Verteidiger vorbei. Macht das wie McDonough? Nein, macht er nicht. Oh, Nash hackt nochmal nach. Nochmal. Aus dem Winkel. Zuccarello auch nicht. Jetzt Vorliegen auf Nash. Nash. Nein. Oh, wurde das knapp. Mann, ein Tor wäre noch drin gewesen. Starke Aktion unserer zweiten Reihe und zum Schluss auch nochmal von der ersten Reihe, die da gut nachgehakt hat. So, dadurch, dass das zweite Spiel meiner drei Spiele langen Aufnahmesession ist, gibt es heute kein Feedback zur aktuellen Saison. Ich bin eine Woche in der Vorproduktion. Ich bin gespannt, was zu diesem Zeitpunkt denn echt schon wieder passiert ist. Das ist ja in dieser Saison wirklich ein Hin und Her bei den Rangers. Zuccarello, der ist geblockt. Nash um die Rundung zu Stepan, der wird direkt da gehakt. Ah, und das wertet er tatsächlich als Haken. Zwei Minuten Unterzahl. Das erste des Abends und bisher auch das einzige für die Sabres des Abends jedenfalls haben sie genutzt. So geht es uns aber auch. Wir haben auch unser Powerplay genutzt. Wir müssen aufpassen, dass die jetzt nicht ihr zweites nutzen. Sie kommen auf jeden Fall gut in die Position. Oh, starker Direktschuss. Ich habe vor allem auch hinten auf Ristolainen aufgepasst, dass der nicht noch eins macht. Holen wird gecheckt, bleibt zum Glück am Puck und dann bringen wir den einfach mal raus. Michael Grabner hinterher, den könnte er sogar noch kriegen. Der hat ja enormes Tempo. Ja, wenigstens blockiert und jetzt fast. Jetzt der Körperspieler. Gut abgewechselt. Der eine erkämpft sich den Puck durch Tempo, der andere durch Körper. Schöner Check. Und hier. Michael Grabner wieder hinten. Oh, knapp kein Abseits. Das war aber an der Grenze. Jack Eichel nicht. Der geht vorbei. Holden, schön. Weiter aufpassen. Eichel, Frenzen. Schön geblockt. Holden, rübersourcen. Der geht nämlich durch auf Michael Grabner. Leicht angeluft. Der kommt rum und dann ist der Verteidiger hoffentlich da. Bisschen spät, aber das sollte in Ordnung gehen. Derek Stepan ist wieder auf dem Eis. Jack Eichel. Und Mark Stoll lässt sich da nicht verarschen. Knallhart ist er da. Kreider rüber. Nein! Pass geblockt. Unsere zweite Reihe ist wieder drauf. Vielleicht kriegt er nochmal ein, zwei Spielzüge hin, aber jetzt nichts erzwingen. Wir spielen einfach mit den Spielern, die auf dem Eis sind. Die guten Spielzüge wie immer. Da kommt der Schuss durch. Lundqvist hat ihn. Bulli in der Defensive. Sebanejad soll es gewinnen. Mit McDonough und Kevin Klein für uns in der Defensive. Er hat's gewonnen, direkt auf Lundqvist.
Und über Klein bringen wir den auf Kreider. Und jetzt geht das ab. Oh, da bin ich genau drauf gerannt, aber hat sich auch kein anderer frei gerannt. Kevin Hayes arbeitet gut nach. Der hat seinen Mitspielern einige Chancen ermöglicht. Kurz vor Ende des ersten Drittels. Und leider ein, zwei Schüsschen noch verpasst, die aber auch kein Muss waren, der Nachschuss. Hat er sich nicht getraut. Da spielen sie rum. Hinterm Tor sind wir ganz fies. Da kommt er vor. McDonough hat ihn zu Banejad. Über die Bande raus auf Kevin Hayes. Und der mit Tempo. Setzt sich vor. Und kriegt's auch nicht hin wie McDonough. Schade. Ich will den halt nach links ziehen und dann oben rechts reinmachen. Die gekonnten NHL-Spieler werden jetzt sagen, warum macht er den denn nicht hier links? Geht er nicht auf die Vorhand nach links, wenn ich schon den Linkshänder habe und mach den da rein? Ja, das hat bei mir bisher nicht so gut geklappt, muss ich zugeben. Ich probiere es gerne mit dem Five-Foul. Oh, warum fährt denn der Kleine am Puck vorbei? Da bin ich nun aber wirklich drauf gewesen. Auch wenn es in NHL 17 nicht oft geklappt hat, spiele ich eigentlich gerne aufs Five-Foul. So, komm von da. Oh, blockt der aber sehr früh, Jurgen Sons. Und wir müssen natürlich umso mehr aufpassen. McDonough mit dem nächsten Check. Zuccarello passt wieder auf. Und McDonough nimmt Tempo mit. Und zwar mit Zuccarello und mit Rick Nash. Der wird gecheckt, kann aber hoffentlich am Puck bleiben. Jawohl. Und dann nehmen wir das Tempo jetzt raus und spielen ihn tief, würde ich sagen. Oh, der geht aufs... What? War der knapp. Schöner Check. An die Bande gerückt. Und jetzt auf Zuccarello ablegen. Und der ist dran mit der Fanghand. Zuccarello nach dem Doppelpack im letzten Spiel. Hätte ich es ihm gegönnt, hier direkt weiterzumachen. Und wir kriegen die Strafe. Da kommt Jurgen Sons. Lundqvist hat ihn. Starke Partie von ihm. Beim Gegentor machtlos. Sicht wurde behindert. Und wir müssen auf einen weiteren Spieler verzichten. Und zwar Ryan McDonough war es, glaube ich. Fast und Grabner hier. Die auch schon fast kaputt sind. Der Schuss vom Bulli, das ist immer fies. Aber erstmal nur nach außen gebracht. Noch nicht geklärt. Franzen, nie schießen lassen. Ristolainen. Von beiden geblockt. Und jetzt Fast auf. Grabner, den vergisst er aber. Nee, wurde gut behakt. Aber den Check und dann leider nicht rausgebracht. Aufpassen, aufpassen. Stall, der geht wieder nicht raus. Oh, Opposo! Und was eine starke Reaktion von Henrik Lundqvist. Das war, glaube ich, schon die beste Chance hier. Vorne vorm Tor steht er wieder, aber auch hinten die Spieler. Grabner kriegt den nicht abgefälscht. Long Range Deflection. Schade, hätten wir den vorne gekriegt, hätten wir losrennen können. So, die Sabres mit einer ziemlich starken, knappen Aktion. Okposo, der echt, glaube ich, gar nicht mehr da spielt, aber ich habe halt den Stand von Anfang der Saison. Da habe ich dann schon angefangen. Die letzten Trades sind nicht mehr ganz aktuell. Grabner stellt sich in den Weg. Jetzt müssen die Verteidiger nachrücken. Okposo nochmal mit der Chance. Aber da haben wir Miller fast. Und ab geht's. Dem Check ausweichen um die Rundung. Da kommt dann nämlich Grabner. Den kriegt er sogar. Da gehen wir einmal rum und jetzt auf Fast zurück. Und der kommt leider nicht zum Schuss. Stall hält ihn erstmal. Hinten hat er Fast. Rübergelegt auf Dan Girardi. Rutscht nicht durch. Schade, keine Sichtbehinderung vom Tor. Schöner Check, der ist noch drin. Oh, fast und... Ah, auch nochmal geblockt. Die Sabres hauen sich zum Schluss rein. Starkes Drittel von beiden Teams, würde ich sagen. Wir haben hinten gut zu kämpfen gehabt. Die Sabres hatten einige Druckphasen, haben es aber letztendlich erfolgreich gemeistert. Ja, und vorne... Oh, wir haben einen Powerplay. Geil, der hatte sich noch reingeworfen. Na dann. Ich will mir ja keinen Druck machen, aber wenn wir das nutzen, wäre das schon ganz gut. Und zwar Mika Zibanejad. Oh, das gibt es nicht. Hat er seinen starken Schuss da... Nein, an der Bande nicht gekriegt. Hat er seinen starken Schuss da quasi an die Schulter gesetzt. Kevin Klein und außen Rick Nash. Wir haben natürlich wieder die Direktschützen mit dabei. Aber die können es auch so. Oh, jawohl. Nein, der geht auch zu weit rum und der wird geklärt, ja. Ah Mann, also irgendwie im Powerplay habe ich das Gefühl, die Passhilfe wird da rausgenommen, ne? Also die Leichte, die ich da noch anhabe. Ich muss natürlich schon gut lenken, aber trotzdem, da geht mehr flöten als sonst. Ah, das war ein blinder Schuss einfach. Bei dem Schuss war eigentlich klar, dass wir uns da nicht festsetzen können. Oh, aber McDonough rennt über den Puck. Powerplay schon wieder abgelaufen. Das war ganz schön hoher Stock, aber unerheblich. So, Zibanejad. Oh, fast durchgekommen. Und auch Rick Nash, komm, Tempo. Tief gespielt. Den haben wir, den bringen wir rum, denn da steht Stepan, der bringt ihn ins Feld. Drüben geht leider kein Flügelspieler, die blockieren sich gegenseitig. Und die Sabres kommen da wieder mit dem Puck hervor. Aufpassen, da kommt der Schuss abgefälscht, jedenfalls Sichtbehinderung. Okposo wieder, Okposo macht viel hier für die Sabres. Gut von Zibanejad. Komm, zieh ihn vorbei, jawohl. Drüben hat er Nash mit dabei. Abbremsen, Nash, Schuss. Das gibt's nicht. So, jetzt Nash auf Zibanejad. Wieder nicht. Die beiden spielen gut zusammen. Das ist vielleicht mal eine Überlegung wert. Aber dass da keiner reingeht, das ist doch einfach ärgerlich. Was sollen wir da noch anders spielen? Ich finde, wir haben eigentlich ganz ordentlich gelenkt. Klar geht das noch präziser. Aber das wird's dann wahrscheinlich auch gewesen sein.
So, Pavel Buchnevich. Abbremsen, Puck halten drüben. Oh, starker Pass eigentlich, war aber natürlich riskant auf Girardi. Der hält ihn sogar drin. JT Miller dafür von der Bande. Schläger gebrochen, ganz ungünstig. Dafür hilft Buchnevich aus. Girardi, schöner Check. Stoll geht nach vorne erstmal aus dem Drittel raus. Wird gecheckt, aber hält ihn. Schön. Kein Icing und den könnte Miller sogar kriegen. Jawohl, hat sich den neuen Schläger geholt. Ach, und er steht vom Check auf und hat ihn. Pavel Buchnevich mit dem späten Check, aber fair, sagt der Schiedsrichter. Jack Eichel nicht schießen lassen, da kommt der Henrik Lundqvist mit der Fanger zur Stelle. Es geht langsam in Richtung Schlussphase und es wird nicht unspannender. Jimmy Vesey bleibt am Puck, leicht verzögert, drüben Buchnevich. Und wieder nicht, was soll denn da noch alles kommen? Also wenn wir die Chancen schon liegen lassen, Jack Eichel, schön gestört von JT Miller. Und nochmal schön. Und komm, einer geht noch. Lundqvist hat ihn. Und Michael Grubner mit Tempo. Da zieht er vorne jetzt mal was mal auf die Vorhand. Ah, genau so eigentlich. Im Ansatz schon nicht schlecht, aber geht natürlich viel, viel besser. Und zwar mit einem Tor. Dan Girardi gegen. Und vor allem auch Brady Shea. Dan Girardi, der hier selbst in die Offensive geht. Den würde ich erstmal halten. Und dann schießen wir einfach mal. Da macht er die Pads zusammen. Molson. Schön abgedreht hier von Dan Girardi, der direkt dadurch den Schwung mitnimmt und hinten steht. Aber jetzt machen die Sabres selbst keinen Druck nach vorne. Halten den Puck in der neutralen Zone. Letzte Minute des Spiels läuft. Wir haben die Führung, die auch gut und gerne 2-3 Tore hätte höher sein können. Jasper Fast, ja, der Nash ist doch eigentlich schon kaputt, oder? So, zum Glück kein Icing. Wir kommen von der anderen Seite hier mit Piri. Ah, Nash kriegt den auch nicht. Eichel, jetzt nehmen sie, glaube ich, gleich den Torwart runter. Foligno, der Nachschuss! Lundqvist hat ihn. Der Nachschuss war mordsgefährlich. Zweite Angriffsreihe, erste Defensivreihe drauf. Lundqvist mit 16 Paraden und nur einem Gegentor. Hoffen wir, dass es dabei bleibt. McDonough rausgebracht. Leider nicht gut genug. Spieler hätten wir auch, unsere Anspielstation hätten wir nicht gekriegt, dadurch das Abseits in Ordnung. Leider kein Bulli gewinnen, der Goalie ist vom Eis. Aber kein wirklicher Druck von den Sabres nach vorne. Schön gestört hier. Ah, ich habe auf Pass gedrückt, das gibt's nicht. Dadurch Icing, ja, und nicht der Empty Netter. Ich hätte es Mika Zibanejad hat ja auch gegönnt. Oh Mann. Aber die Chance ist noch da. Er gewinnt das Bulli. McDonough, Klein, und jetzt geht Kreider ab. Das gibt's nicht! Das gibt's echt einfach nicht. Es soll kein Empty Netter sein hier. So, jetzt Kevin Hayes. Macht er's denn? Ey, was ist denn los hier? Mehr jetzt aufs Tor lenken, jetzt aber. Was, ey? Also seit Mitte des zweiten Drittels oder nee, seit dem ersten Drittel eigentlich wollte bei uns keiner mehr rein. Hat aber trotzdem gereicht, das ist alles, was für uns zählt. 2 Punkte. Achso, und im letzten Spiel habe ich es natürlich vergessen zu sagen. Ich habe es aber oft genug während des Spiels gesagt. Matt Zuccarello natürlich, unser Man of the Match. Und in diesem Spiel, wir nehmen Van da. Wir hatten gute Spielzüge. Nash, Zibanejad zusammen. Hayes? Ach, Hayes, komm zum Trost. Unsere Nummer 13, Kevin Hayes, zum Schluss 2 Empty-Net-Chancen vergeben. Auch wenn hier das Tor, Ryan McDonalds Verteidiger, kriegt diesen Schuss als einziger hin. Wir hatten noch 2-3 andere Chancen ähnlicher Natur in der Folge. Ey, aber der von dem Hayes, der eine Empty-Netter muss einfach rein. Also ich habe gerade aufs Tor gelenkt und auf Schuss gedrückt. Dass der dann so drüber geht, da brauche ich mich nicht wundern, dass da, wenn Torwart drin hockt, auch alle drüber gehen. So, und guck mal, wenn die Blue Jackets jetzt die 13. Niederlage kriegen, dann stehen wir echt gut da. Passen wir auf. Und? Und? Und du machst dich so spannend. Na. Ah, sie haben tatsächlich den Sieg geholt, 34 Siege. Das bleibt spannend. Ordentlich in die Punkte geht das hier. Und ein Spiel steht für mich heute ran. Das seht ihr am, wo stehen die das da noch? Am 5.2. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis dann. Tschüss.